Und damit würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Und heute, wir sind auf einer Streak, Freunde. Wir machen unseren vierten Vlog, glaube ich schon. Mit am Start werden sein Sydney, Willi, Dieter, Knight, als aber auch unsere Mods. Das wird super, super geil. Denn, ihr seht es schon am Titel, wir fahren in den Heidepark. Ich bin super gespannt. Ich war seit 4 Jahren oder sowas nicht mehr in dem Heidepark oder 5 Jahren sogar schon. Das Ganze auch wegen Corona gar nicht mehr möglich gewesen. Und jetzt ist es möglich. Und das Ganze ist jetzt natürlich geplant. Ey, Kuss geht raus an Sydney und Willi, die haben das Ganze mit organisiert und an deren Mod-Team. Wir sneaken uns mit ein. Es ist heute super geiles Wetter. Wir sind alle mit Shorts am Start, mit T-Shirt. Das wird richtig, richtig geil. Ist aber gerade mir ein bisschen zu früh, 11.20 Uhr. Und falls euch das Video gefallen sollte, gerne ein Like da lassen, gerne Follow da lassen. Sehr, sehr wichtig. Wir haben gerade die 500.000 geknackt. Jetzt sind wir Road to 1 Million. Deswegen Kuss geht raus für euren Support und dann würde ich sagen, Abfahrt. Viel Spaß mit den Highlights. So, Freunde, wir machen jetzt mal einen kleinen Soundcheck mit dem GT, wie sich das von innen anhört. Vielleicht hört ihr das heraus im Video. Ja, ist unbegrenzt, die Autobahn ist ziemlich frei. So, Freunde, wir sind jetzt beim Heidepark angekommen. Ey, hier sieht so aus, als hätte es noch nie Corona gegeben, glaube ich. Ja, wir haben wirklich damit gerechnet, weiß ich nicht, dass hier maximal so 500 Leute sind oder sowas. Allein schon in der Schlange sind über 1000. Also das ist doch geil. Man musste sich die Tickets online holen. Tja, ich dachte, es gibt eine begrenzte Anzahl an Tickets. Aber anscheinend sieht das nicht so aus. Das steigert jetzt nicht unbedingt die Laune. Also die Schlange fällt sich jetzt so. Was sind das meiste jetzt gespielt? Und dann geht's so 5 Kilometer noch in die Richtung. Die haben eben gesagt am Eingang, dass das meiste jetzt gesperrt ist, weil es zu voll ist. Ja, weil auch so, komisch. Nur weil Dieter heute hier ist. Ist ein Problem. Nein? Wer braucht kurze Hosen? Einfach die Jogginghosen hochkrempeln. Wer braucht kurze Hosen? Junge, kannst doch nicht so frech sein. Dieter, einfach die Hose hochkrempeln. Ja. Wozu braucht er eine kurze Hose? Ist warm. Hier, du gehst jetzt vor mir. Ja. Ich mach gar nichts. Ich kann auch. Wärst du gern, dass du neben dir sitzt? In der Achterbahn? Neben dir? Neben dir. Bitte, sag mal kurz, ich meine, wer das ist. Sag mal, wer du bist. Dann wissen die nämlich, was abgeht. Ja, jetzt bitte. Die wissen gar nicht, was hier abläuft. Möchtest du neben mir sitzen? Neben dir? Ja? Oder nein, neben ihr. Egal, ich war heute nicht Achterbahn. So, Freunde, wir sind jetzt angekommen im Heidepark. Ihr könnt ja hier gerade sehen, das ist der Eingang. Ja, wir sind eine sehr, sehr große Gruppe. Wir versuchen uns zwischendrin aufzuteilen. Hamas, ganz Fan. Achso. Wir hatten gerade ein Problem mit dem Security-Mann. Das war ganz witzig. Wir gehen alle an ihm vorbei. Vin hatte ganz normal aufgenommen. So, er war nicht mal zu sehen. Was sagt er plötzlich? Ja, zur Seite, ruft seinen Supervisor, sagt so, ihr habt mich aufgenommen, das dürft ihr nicht, ihr werdet hier verwiesen vom Platz und sowas, ne? Dann hat er so doll reingechoked, der Supervisor kommt, Maske angezogen, Handschuhe angezogen, sagt so, was denn los? Er sagt, ja, die haben mich aufgenommen, die haben mich aufgenommen. Das Erste, was er sagt, ja, das dürfen die, solange die das nicht veröffentlichen. Und ansonsten bist du Beiwerk. Die Corona-Krise tut einigen Leuten echt nicht gut. Das ist halt selten dämlich. Er kann ja uns ganz normal ansprechen, ey, könnt ihr das vielleicht löschen? Ist doch alles okay. Aber dass er sich so aufplustern muss, ganz komische Nummer. Da. Anyways, keine schlechten Vibes, wir gehen jetzt rein und genießen den Tag. Abfahrt! So, Freunde, wir sind jetzt hier bei der kleinen Wildwasserbahn und die checken wir jetzt auf jeden Fall aus. Direkt am Anfang, weil für alles andere müssen wir eine Stunde anstehen. Dann machen wir das als Erstes. Ich hab da sehr Bock drauf. Ich glaube, ich nehme die Kamera mit nach vorne. So, wir müssen ein bisschen von unten filmen, weil das hier sehr, sehr nass werden kann und mit der normalen Kamera, die ist halt nicht wasserfest. Deswegen nehmen wir mein Handy. Oh, Jungs. Anschnallen bitte. Jungs. Ah, das ist nicht so schlimm. Oh. Ein bisschen nass wurden wir schon mal. Gut, dass die da nicht vorne sitzt, ne? Oh. 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 Wow. Oh.
Ich bin komplett nass. Ich bin komplett nass. Digga, alles ist... Freunde, wir sind mit dem ersten Ding durch. Da ist unser Foto geworden. Sehr, sehr nice. Ich bin komplett von oben bis unten klitschnass. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ey, das Problem ist, wir haben echt nur noch eine Stunde. Da müssen wir wieder los zur Viewing Party Next Level. Aber wir geben jetzt nochmal Gas, versuchen nochmal ein, zwei Dinger mitzunehmen. Und wir müssen auch noch Sydney finden. Abwarten. So, Freunde, ich werfe jetzt ein paar Basketballbälle. Was kann ich machen, um zu gewinnen? Möglichst von oben direkt reinwerfen ohne Brett. Maler da, ne? Möglich, ja. Okay, okay. Wir sind ja oval. Steht auch auf der Karte drauf. Okay. Schön von oben. Und egal wo, ne? Hauptsache rein. Ja, oh, der war wild. Okay. Versuch ohne Brett am besten. Oh, die Dinger sehen gut aus. Oh, was? Alles schlecht. Und wenn du fängst, darfst du nochmal werfen. Okay, okay. Alles gut. Das ist ein guter Deal. Jetzt. Oh, und ich habe gefallen. Jetzt hast du da schon 13. Einer muss rein. Nein, der Schlecht. Scheiße. Dieter, mach, komm. Der war komplett. Was war das? Also. Okay, auch von oben direkt rein. Genau. Genau so. Oh, was? Mal. Wenn du fängst. Komm, ich gebe eine Runde aus. Will noch irgendjemand? Komm, jeder einen Wurf oder so. Eins, zwei. Ja. Komm, wir machen 8. Ich lass mal alle erstmal vor. Jeder darf jetzt einmal werfen. Komm. Alina? Ist in Ordnung. So, noch einer mitspielen. Hier, ein Treffer, freie Auswahl. And his name is John C. Yeah! 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 Danke. Let's danke. Go! Danke. Da geht noch mehr, da geht noch mehr. Hier. Du darfst reinwerfen, komm. Einer geht noch. Was? Einer geht noch rein. Danke dir. Oh, sehr korrekt. Der hieß natürlich so, auch Issa, deswegen. Jetzt können wir auch dann was machst du jetzt einmal? Ich gewinne jetzt einen Glurak. Das ist der Plan. Ich gewinne das. Ist egal, was es ist. Pikachu oder ein Glurak? Was hättet ihr genommen? Schreibt das in die Kommentare. Ich krieg 2 Bälle. Beide Bälle müssen in dem Loch da drinnen landen. Schwierig, man kann nicht gerade werfen. Man muss mit so einem kleinen Bogen werfen und am besten soll sich das wahrscheinlich drehen, würde ich sagen. Das heißt, wenn nur einer drinnen bleibt, ist... Das zählt nicht. Also, das verwirft sich da. Na, oh was, wie dumm! Oh was! Ich brauche nur einen Glurak. Ein Glurak. Ah. Das ist super schwierig. Also, wir können ja mal in die Kommentare schreiben, aber ich habe da gerade noch keinen Weg. Oh was! Okay, die letzten 2. Das war's. Entweder treffe ich oder ich treffe nicht. Hey, komm, danach kriegst du noch ein Angebot. Ja? Da kann ich mir einen kaufen. Willst du einen werfen? Jetzt immer. Mit dich triffst. Macht ihr das beim Fußball immer? Wäre ich jetzt überrascht, hätte ich anders reagiert. Es ist einfach. Junge, was war das denn? Ich übernehme Verantwortung und mach mich unsterblich. Okay, mach dich unsterblich. Nein! Oh, sorry, ich hatte ein Herz. Sorry, Amal, das hat sich so gut angefühlt. Hallo und herzlich willkommen. Ich dachte, ihr seid weitergegangen. Challenge, meine lieben Freunde. Komm, werf mal 2. Mach. Oh, second try. Ich muss einfach. Ich muss einfach physikalisch, logisch angehen. Ja, okay, physikalisch, logisch. Klein Backspin und hier vorne treffen. Hey! Oh, also, er hat selbst Knopf gedrückt. Ach so, man muss. Halt die Kamera auf Sydney, der flattert. Hey! So, wie heißt du? Komm, ich lass auch direkt ab. Sydney! Ja. Ich komm sofort. Welches Spiel ist das? Ich mit Y. Ah, okay, gib richtig ein. Aber wir machen das brüderlich, ja? Ich treffe zuerst und dann du. Okay. Ein Spiel.
Darf ich zwei Bälle. Die beiden Bälle auf einem Spiel müssen drin bleiben. Ja, aber wenn drei hintereinander. Oh, was? Ich gewinne dir, du machst ihn. Du kannst als Legende reingehen. Du kannst als Legende reingehen. Oh, was denn du? Ich hab euch gesagt, ich kann das mal. Wichtig, wichtig, sehr wichtig. Ja, ich hab auch zwei getroffen. Ich hab zwei von zwei. Ja, ich hab auch 20 Spiele gehabt und hab zwei getroffen. Pikachu für die Gewinne! Amar hat seine Seele da. Ich hab gehört, 6 Spiele für 10 Euro. Der Mann war schon da. Der ich hab mir nicht mal 6 Spiele gegeben. Aber du warst so lange da dran, ich hab dich beobachtet. Ja. Ich weiß auch nicht. Egal, wir haben jetzt einen Pikachu. Ey, ich sag euch ehrlich, ich glaube, ich trau mich das nicht. Ey, Willi, gehen wir rauf? Gehen wir rauf? Ich hab wirklich Angst. Was ist die Schlange? Das ist die Schlange? Nein, das ist nur Pizza. Wir gucken uns das jetzt einmal ganz kurz an, damit du das einmal verstehst. Guck mal, da gehen die schon rein gerade. Gucken wir uns das einmal an. Hast du das schon mal gemacht? Ja, aber ich glaube nicht in der Höhe. Ja, guck mal jetzt. Müssen wir am besten schnell machen, bevor das losgeht. Ja, gut, komm. Warte noch einmal. Du mit Rhyme. Ich hab so keinen Bock drauf. Warst du doch schon mal? Ich war doch noch nie drauf. Bin ich auch nicht. Und guck mal, das Ding ist, wenn die da oben sind, dann zählen sie immer noch so runter. 10, 9, 8 und dann geht es einfach runter. Ohne dass du Ende gezählt wurde. Ich würde das für 1000. Ey. They mad that I won't ever fucking stop. Yeah, I won't ever stop. I've been on the block around with this mob. Yeah, I don't like to talk. I just do my thing, I let it pop. They say I'm popping off, well, I'ma need my bourbon with the rocks. Said that I got no competition, but trust me, I'll never stop. Ich mach jetzt Dosen werfen. Ich mache jetzt Dosen werfen und ich muss mit 2 Bällen alle Dosen runterwerfen. Ich mach wieder 4 Spiele. Nur du! Hä? Oh. Ich mache jetzt ein bisschen mit Gefühl, ich muss den treffen. Ja, was soll ich denn machen? Wir sind immer 3. Da haben wir ein schönes Lama ergattert. Fühlt sich flauschig an. Wir haben hier nochmal einen kleinen Ui-Moment. Nämlich, danke, Amar, voll nett, Mann. Ja, kein Problem. Amar hat ausgegeben, vielen Dank, Amar. Ja, gar kein Problem. Du hast auch den Glurak von mir. Mein Ehrenmann. Ja, abonniert. Erdbeeren mit Bueno. Sehr, sehr geil. Das ist echt gut. Das ist sehr, sehr gut. So, Freunde, das war's jetzt mit dem Video. Ich muss tatsächlich sagen, das war mir viel zu voll. Wir kamen da gar nicht richtig zur Ruhe. Wir haben genau eine Fahrt gehabt, die wir richtig genießen konnten. Ansonsten, ey, ganz ehrlich, das ist totaler Quatsch. Wenn es hier zu sonnig ist, dann Wochenende, könnt ihr vergessen. Also, da sind viel zu viele Menschen. Ihr könnt das hier einmal sehen. Das ist nur ein Teil der ganzen Parkplätze. Da, wo wir geparkt haben, sind wahrscheinlich nochmal so 2.000-3.000 Euro. Das ist totaler Quatsch. Macht das unter der Woche. Wenn überhaupt, da sind zu viele Menschen unterwegs. Hier, das ist wirklich so, als wäre es ja noch nie Corona gegeben. Auch wenn alle negativ getestet sind, man muss einen Negativtest vorzeigen, ist es trotzdem Quatsch mit Soße. Trotzdem hatten wir sehr, sehr viel Spaß. Die Sonne ein bisschen genossen, die Mods besser kennengelernt und auch die Mods von Sydney waren auch alle sehr korrekt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.